Heute Abend haben wir eine wunderbare Band aus dem Zürich Oberland, da aus der Umgebung. Herzlich willkommen, Josh. Ich bin die Leaderin von Josh, von einer Indie-Folk-Band aus Zürich, wo 6 Leute dabei sind, inklusive ich. Ich habe irgendwie mit 12 oder 13 Jahren angefangen, Songs zu schreiben. Ich weiß auch nicht, warum ich genau Songs geschrieben habe. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich habe es einfach gemacht. Also Josh ist entstanden, ganz ursprünglich durch ein Maturprojekt. Also ich musste bei der Matur Kammermusikprüfung machen und habe einfach eine Band zusammengestellt aus meiner Schwester und ein paar Kollegen, die wir irgendwie gekannt haben, so durchs Dorf. Nach der Matur bin ich reisen mit der Vera und das Ganze ist eher so ein bisschen auseinandergeht und so. Und ich habe aber nach dem Reisen gefunden, ich muss eine CD aufnehmen, weil ich dort mega viel geschrieben hatte und habe dann irgendwie die Leute wieder zusammengeholt. So sind wir zusammengekommen, eigentlich. Jetzt 2 Jahre her schon. Ja, dass meine Geschwister in der Band sind, ist wirklich einfach eine rein eine emotionale Überlegung gewesen. Weil das Ding ist, weil sie meine Schwester ist, ist sie dabei. Weil sie meine Musik wahrscheinlich noch besser versteht als irgendein Fremder und meinen Brüder. Ich fühle mich einfach wohler, wenn ich ihn auf der Bühne habe, als irgendjemand fremd. Neben der Musik bin ich noch Velokurier. Und das mache ich so meistens am Abend. Also ich gehe am Abend fahren, irgendwie bis um 10, halb 11 Uhr. Und dann komme ich wieder heim. Und das Gute daran ist, dass ich den ganzen Tag habe. Wie soll ich sagen, es wäre geil, wenn ich mit der Musik mehr Geld verdienen würde. Bis jetzt ist es ist einfacher, mit weniger Geld auszukommen, wenn du weißt, für was das auch wirklich ausgeben willst. Irgendwie so. Ja. Die Maschine, die läuft oder so, die einfach so geht.
du musst es immer anziehen, du musst immer vorantreiben oder so, so wie ein Zugpferd sein. Und das war einfach bei dieser Band meistens ich. Ich habe wirklich alles in jensten Minuten und Stunden wie das gegeben und alle Kraft, die ich hatte. Wir haben 2 CDs rausgebracht und eine Europa-Tournee gemacht. Und wenn man es einfach so sagt, ist es eigentlich voll easy. Aber wenn ich weiss, wie viel Arbeit dahinter steckt, also wenn ich das jetzt so im Kopf so gesehen habe, dann bin ich eigentlich einfach erschöpft, jetzt gerade im Moment. Darum haben wir gesagt, gut, wir machen kein Konzert mehr jetzt. Ich konzentriere mich wieder mal ein bisschen konzentrieren auf das Zeug, das ich habe. Auf die neuen Songs, die ich aufnehmen will, damit ich wieder ein bisschen, soll ich sagen, neue Energie bekomme, das Ganze wieder anzuziehen. Und auch wieder die anderen 5 Leute, die eigentlich in diesem Boot hineinhocken, kann motivieren oder so, dass wir da weitermachen. Die Tour, die hat uns von 30 Grad in Frankreich, sind wir auf Dänemark gegangen, wo es irgendwie 0 Grad war. Ziel war, dass wir mal rauskommen aus der Schweiz. Wir wollten anstatt hier festhocken, einfach mal rausgehen und schauen, ob wir überhaupt ankommen in Deutschland, in Dänemark und Holland oder so. Irgendwie, ob sie uns hören. Und ich habe etwa 25 Gigs organisiert, gebuchte Gigs. Wir haben mega viel Strassenmusik gemacht und das ist einfach die Prüfung an sich. Einfach, weil du stehst irgendwo auf der Strasse und es hat hunderte von Leuten umeinander. Und wenn deine Musik gefühlt wird, sozusagen, dann stehen sie auch dort, dann bleiben sie stehen. Und bei uns sind sehr viele Leute immer stehen geblieben. Cool war einfach, zum sehen, dass wir irgendwie die Leute berühren, dass wir sie holen können, einfach nur mit unserer Musik. Der Song «King North», das ist wie eine Welt. Auf jeden Fall geht es um eine Geschichte, um mich und eine Person. Und wir hatten so das Ziel vom Norden, darum «King North». Wir wollten eine Reise machen in den Norden. Und das Ganze ist dramatisch zusammengefallen und ist nicht zustande gekommen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was ich passieren konnte in der Beziehung, die ich zu dieser Person hatte, dass wir die Reise nicht gemacht haben. Der Song der Künstlerin, die uns ein Cover gemacht hat, erklärt hat, hat sie einfach aus ihrem Kopf raus ein Bild gemalt, collagiert. Das ist ein recht grosses Bild, ist irgendwie so gross. Und es ist wirklich so ein Königreich, eigentlich, wo verschiedene Orte hat, wo Berge hat, wo Vulkane hat, wo, wie soll ich sagen, Natur drin hat. Und in diesem Song habe ich einfach so sind Erinnerungen, sind Gefühle drin von dieser Beziehung, von dieser Person und wie es mich dort irgendwie völlig verrührt hat, wo das Ganze in die Brüche gegangen ist, oder so könnte man sagen.
das ganze Songwriting, das mache ich. Manchmal fallen mir einfach Sätze ein, auf Englisch. Oder Wörter, irgendwelche Wörter. Das kann sein, dass ich ein Buch lese und ich sehe ein Wort und es ist völlig aus dem Kontext. Und ich habe so ein Word-Dokument auf meinem Kompi, wo irgendwie vier Blätter voller Wörter sind, wo ich jedes Mal, wenn ich Song schreibe, gehe ich dort durch und schaue, welche Wörter ich brauchen kann für das, was ich jetzt sagen will. Also es ist irgendwie schon ein bisschen wie ein Puzzle, aber so mache ich das irgendwie. Ja. Das Krasse ist eben auch, ich kann sagen, wenn es mir gut geht, dann schreibe ich keine Songs. Es ist einfach so. Es ist wirklich einfach so, jedes Mal wie irgendetwas, das raus muss. Es ist crazy. Also manchmal ist es so wie eine Selbstanalyse oder so, würde man sagen, wenn ich so Zeug schreibe. Von der Band her würde ich einfach sagen, wir wollen unbedingt weitermachen. Und wir wollen die neuen Sachen, die wir haben, die neuen Songs auf eine neue CD bringen. Und für das haben wir jetzt auch ein Studio eingerichtet. Das nächste Album ist sozusagen schon bereit. Also, das müssen wir jetzt eigentlich auch noch aufnehmen. Ja, genau. Also, was Musik für mich bedeutet, das ist jedes Mal der Grund, wenn es mir schlecht geht, dass es mir nachher wieder gut geht oder umgekehrt. Es ist für mich der Grund für alles, was ich jemals mache oder gemacht habe oder bin oder so. Das Ding ist einfach, wenn du weißt, was du machen willst, dann musst du es machen. Und ich weiss, dass ich Musik machen will. Das ist vor allem für mich recht crazy, weil ich auch lange nicht gewusst, was ich machen soll. Und habe nicht gewusst, wo genau mein Platz ist. Dabei ist es einfach bei der Musik. Ich weiss nicht, wieso das genau so ist, aber es ist so. Jawohl. Pack our things and go right now.
see that you can still become what you want.